Es beginnt mit der Suche nach einer sicheren Festgeldanlage mit guten Zinsen. Es endet in einer Katastrophe. Das ganze Geld ist weg. 100.000 Euro. Die Rentnerin möchte nicht erkannt werden. Es ist ihr unangenehm, peinlich, dass sie zum Opfer geworden ist. Dennoch möchte sie ihre Geschichte erzählen und andere warnen. Wir nennen sie Anneliese Wagner. Ich hatte die Möglichkeit, 100.000 Euro anzulegen. Ich bin ins Internet und habe recherchiert. Wo gibt es gute Zinsen? In Deutschland hat man kaum etwas bekommen. Ich habe nach über 3% gesucht. Über eine Google-Suche stößt sie auf die Firma Van Tilburg Consultancy. Angeblich ein seriöser Vermittler von Tages- und Festgeldanlagen. Als sie Interesse bekundet, ruft sie einen Berater an. Es klang alles plausibel und vertrauenswürdig. Auch die Unterlagen, die mir geschickt wurden. Die Anlage bei einer Bank in Schweden. Van Tilburg Consultancy verspricht 3,3% bei einer Laufzeit von 12 Monaten für Festgeld bei der schwedischen Qliro Bank. Anneliese Wagner überweist 100.000 Euro auf eine schwedische Kontonummer. Eigentlich eine sichere Sache, denn Anlagen bei schwedischen Banken sind bis fast in dieser Höhe durch eine staatliche Einlagensicherung geschützt. Aber das wird Anneliese Wagner nichts helfen. Dazu gleich mehr. Angebote zu Festgeldkonten im Ausland mit guten Zinsen. Im Netz finden sich viele. Viele sind seriös, aber nicht alle. Marktcheck-Reporter Julian stößt bei seiner Recherche ebenfalls auf gute Angebote von Anlagevermittlern. Eine belgische Firma namens Amsaville Management bietet für eine Anlage bei der spanischen Caixa Bank 4,25% bei 12 Monaten Laufzeit für 20.000 Euro. Der Anbieter Weltweit Sparen verspricht 4,34% bei der niederländischen Rabobank, Laufzeit 24 Monate. Unser Reporter zeigt Interesse und wird kurz darauf von einem Berater und einer Beraterin kontaktiert. Unser Angebot ist gut und sicher für Sie. Es lohnt sich definitiv. Sie haben hier ein A+-Rating. Die Sicherheit des Ganzen ist der Einlagenschutz. Und der ist in Spanien gewährleistet. Wir arbeiten seit 2018 mit der Caixa Bank zusammen. Unser Reporter soll eine Kopie seines Personalausweises per Mail verschicken, damit die Anbieter für ihn ein Konto bei den Banken eröffnen können. Beide Banken sind seriös und bekannt, aber er zweifelt. Zu Recht. Denn Verbraucherschützer warnen seit Monaten vor dubiosen Festgeldkontenvermittlern. Finanzexperte Nils Nauhauser weiß, die betrügerischen Angebote sind schwer zu erkennen. Ja, die Betrüger passen sich natürlich an. Also mittlerweile ist im Internet, das ist ja voll, von Warnungen vor zu hohen Anlagezinsen, zu hohen Renditeversprechen. Das zieht nicht mehr immer. Deshalb haben sich die Betrüger angepasst, haben gesagt, okay, versprechen wir halt nicht mehr 8%, sondern nur 3,5%. Dann schafft das schon mal kein Misstrauen und man fliegt quasi unter diesem Warnradar und versucht da Geschäfte zu machen. Wir zeigen ihm das Angebot, das unser Reporter Julian bekommen hat. Dem Verbraucherschützer fällt als erstes der Name auf. Weltweit Sparen klingt sehr ähnlich wie der seriöse Anbieter Weltsparen. Das ist ein perfider Namenstrick, einfach um Vertrauen zu schaffen. Bekannten Anbietern kopieren, Namen, der so ähnlich klingt, um die Verwechslungsgefahr eben herbeizuführen. Unser Reporter kommt in Kontakt mit einer Person, die bei genau diesem Anbieter Weltweit Sparen viel Geld verloren hat. Auch sie möchte unerkannt bleiben. Sie zeigt uns Unterlagen, die belegen, dass sie 15.000 Euro auf ein Konto der Rabobank in den Niederlanden überwiesen hat. Als Empfänger hat sie ihren eigenen Namen eingetragen. Klar war ich erst etwas verunsichert, aber das Konto hatte ja meinen Namen. Ich war der Empfänger dort in den Niederlanden. Das hat ja auch Sinn gemacht. Ich war deswegen gar nicht skeptisch. Aber das war der Fehler. Sie ist auf den IBAN-Trick hereingefallen. Die Masche funktioniert so. Die Betrüger eröffnen bei einer ganz normalen, seriösen Bank ein Konto. Angeblich auf den Namen des Opfers. In Wahrheit verfügen die Täter über das Konto. Das Opfer überweist im guten Glauben das Geld auf das Konto. Kurz darauf räumen die Betrüger es leer.
Die Betrüger nutzen ganz gezielt eine Lücke im System aus, nämlich dass Name und Kontoinhaber nicht abgeglichen würden. Sie können also die Mafia eintragen oder Mickey Mouse eintragen als Kontoinhaber. Das prüft niemand. Das Einzige, was geprüft wird, ist die IBAN. Das Pflichtfeld Empfänger bei Überweisungen bringt Bankkunden also keine Sicherheit. Dass es diese Lücke gibt, ist total krass, weil natürlich alle Verbraucher denken, ich muss den Namen des Kontoinhabers eingeben. Das ist ein Pflichtfeld. Man kann die Überweisung sonst nicht abschicken. Da muss irgendwas drinstehen. Also da habe ich auch die Erwartung, dass die Bank prüft, ob der Kontoinhaber, der da angegeben wird, auch zum Konto passt. Aber es prüft niemand. Und das ist einfach eine Lücke im System. Das muss beseitigt werden. Wir fragen bei den Banken im Ausland nach. Wissen Sie, dass sie von Betrügern benutzt werden? Man schreibt uns: Die Caixa Bank bietet keine Einlagekonten für Privatkunden außerhalb Spaniens an. Und die Rabobank schreibt: Wir kennen weder die genannte Gesellschaft noch die von ihr angebotenen Konditionen. Daher vermuten wir, dass es sich bei diesem Angebot um Betrug handelt. Unser Reporter recherchiert weiter. Wer sind die Betrüger? Wer steckt hinter weltweit Sparen? Im Impressum der Website steht eine Hamburger Firma namens German Finance. Wir kontaktieren das Unternehmen und sind überrascht, denn wir bekommen ein Interview. Wir haben definitiv gar nichts damit zu tun. Bei uns haben Privatkunden angerufen, die irgendwie wohl reingefallen sind. Die sagten, sie könnten unter der angegebenen Telefonnummer niemanden mehr erreichen, wären dann übers Impressum gegangen, würden deshalb jetzt bei uns anrufen. Man möchte damit natürlich nichts zu tun haben, man möchte damit möglichst nicht in Verbindung gebracht werden. Ja, und dann sind wir natürlich sofort tätig geworden und haben Strafanzeige gestellt. Wir wissen also ganz sicher, unsere angeblichen Festgeldangebote sind Betrugsversuche. Reporter Julian stellt einen der verbrecherischen Berater zur Rede. Ich habe bei der Bank in Spanien nachgefragt, die kennen das Angebot gar nicht. Wie kann das sein? Sie haben nicht die richtige Person gefragt. Und warum lügen Sie? Ich kenne Menschen, die sind auf so ein Angebot reingefallen, haben ihr ganzes Geld verloren. Warum zocken Sie Menschen ab? Sie machen Vorwürfe, die nicht stimmen. Das wird Konsequenzen für Sie haben. Die Beraterin von Weltweit Sparen ist für unseren Reporter schon nicht mehr erreichbar. Zurück zu Anneliese Wagner. Nachdem sie die 100.000 Euro überwiesen hat, bekommt sie sogar einen 50-Euro Zinsgutschein. Das schafft zusätzliches Vertrauen. Bis ihr wenige Wochen später ein Freund einen Link schickt. Die BaFin, die deutsche Finanzaufsicht, warnt vor der Van Tilburg Consultancy. Anneliese Wagner stellt den Berater per Mail zur Rede. Ich habe ihn gebeten, sich dazu zu äußern. Daraufhin ist der Kontakt abgebrochen. 100.000 Euro. Einfach weg. Anneliese Wagner ist wütend. Auch auf sich selbst, weil sie dem Betrüger am Telefon vertraut hat. Ich war eigentlich überzeugt, dass mir so etwas nicht passieren kann. Es ist einfach furchtbar, wenn man einem Menschen vertraut. Das ist ja eine Menge Geld. Und ich hoffe, dass andere nicht darauf reinfallen. Die Gefahr ist jedenfalls groß. Während unserer Recherchen gehen zwar mehrere Seiten von Anbietern offline, außerdem warnt die Finanzaufsicht BaFin vor weiteren Firmen und Landeskriminalämter ermitteln. Dennoch sind die Betrüger bislang nicht gefasst und werden in den kommenden Wochen möglicherweise mit neuen Fake-Angeboten auf Opferfang gehen. Habt ihr noch kein Abo? Dann klickt doch einfach hier und verpasst kein Marktcheck-Video mehr. Und hier haben wir übrigens noch mehr Videos für euch.